Dann würde ich ihn sogar wählen. Ich auch. Aber es ich ist mein, nicht. Gulasch. Aber es ist nicht schwer, kompetenter als Tasche zu sein. Ja, den fand ich auch gut. Räumung des Pambacher Forst rechtswidrig. Polizei muss Aktivisten wieder auf die Bäume bringen. Tja. Ihr müsst erst mal die Bäume wieder bringen. Weil ihn alle auslachen. Antigrote seit gestern ganz klein und schlaff. Ich finde diese ganze Geschichte so wunderbar hirnverbrannt. Hamburg, DPO. Der Wirbel um eine weithin als überzogen kritisierte Hausdurchsuchung aufgrund der Beleidigung "Du bist so eins Pimmel" gegen Hamburgs Innensenator Andi Grote macht den SPD-Politiker schwer zu schaffen. Wie Mitarbeiter berichten, ist Grote nach all dem Spott im Internet seit gestern ganz klein und schlaff. Er lässt total den Kopf hängen und kommt gar nicht mehr hoch, so ein Vertrauter des Innensenators. Er ist förmlich in sich zurückgezogen, so kenne ich ihn sonst nur, wenn er im kalten Wasser gebadet hat. Dass ihn alle auslachen, scheint ihm sonst als hart geltenden Grote nahe zu gehen. Normalerweise ist er immer ganz fokussiert und scheut sich auch nicht vor Reibung im Job, aber jetzt reagiert er auf gar nichts mehr. Selbst zur Arbeit wollte er heute nicht erscheinen. Hat mich heute Morgen angerufen, mir gesagt, dass er in seiner Hose bleibt, bestätigt eine Sprecherin der Behörde für Inneres. Oh, habe ich Hose gesagt? Ich meine natürlich, er bleibt in seinem Zuhause. Ah ja. Ah ja, dieser Pimmel. So ein Pimmel. Vorsicht, Prostituierung kommt schon. Das ist verklappt. So ein Bullshit. Totale Spinne. Grüne schließen Koalition mit Grünen von vor 30 Jahren aus. Definitiv. Ja. Damals waren sie noch extrem. Ja. Kollaborierte sie jahrelang mit Linksterrorist Olaf Scholz. Polizei stürmt CDU-Zentrale. Tja. Bild-Zeitung muss künftig im Sondermüll entsorgt werden. Muss sie das nicht schon längst? Also immer ich weiß kommt nur... NSDAP raus, Björn Höcke verzweifelt am Wahl-O-Mat. Tja, leider war. Ah, der Höcki. April 1912, Kapitän der Titanic stellt sein Zukunftsteam vor. Tja. Oh, meine Playlist ist wieder aus. Oder wären wir bei dem Thema? Wann genau im September? Geimpfter will wissen, ob es sich noch lohnt, den Rasen zu mähen, bevor er stirbt. Das hatten wir heute schon. Nein, lohnt sich nicht. Nee, lass einfach wachsen. Oh Gott, verdammt, ich... Diese wunderbaren Hirn-Schwachsinnsartikel, die das System, die halt so komische Nachrichtenseiten immer einbinden, finde ich immer so gut. Beispiel? Ich habe ihn jetzt hier gerade über diesen Posting-Artikel geimpft, der will noch wissen, ob es sich lohnt, den Rasen zu mähen, bevor er stirbt, bin ich auf einen Artikel jetzt von der Morgenpost gekommen, mit Michael Wendler Post über Corona-Impfung wird zum Bumerang. Und unten ist halt so einer von diesen Random-Einträgen, so mit Ärzte verblüfft, bliblablub. Und in dem Fall ist es deutscher Arzt, wie sie ihren Darm entleeren. Was? Also Darm entleeren. Einmal tief reingreifen. Gut hinbekommen. Oh mein Gott, ey. Naja, im September sind fast alle Geimpften tot.
Also, was heißt, ich hab nie gesagt, in welchem September. Und er hat nur gesagt, fast alle geimpft. Du gehörst ja zu denen, die nicht tot sind. Ich hier noch die Tweets dazu schön. Mich würde ja interessieren, ist es egal, wann man geimpft wurde? Woher weiß der Impfstoff, wann September ist? Und wann sterben die, die erst im Oktober geimpft werden? Prophylaktisch auch schon im September? So viele Fragen. Tja, es ist uns ein Rätsel. Das sind Fragen, die gestellt werden müssen. Ja, ich jetzt immer noch lustig, dass mein Mitbewohner sich wohl wahrscheinlich doch nochmal impfen lassen muss. Hat Johnson & Johnson bekommen und da haben sie jetzt momentan richtig viele Durchbruchfälle. Aha. Mhm. Den guten Stoff also. Ja gut, er wollte halt den haben, weil es halt nur einmal die Impfung ist. Tja, jetzt ist er mal Arsch. Boah, am Arsch nicht. Wollte er sich halt noch eine und dann hat sich der Scheiß. Genau. Ich hab BioNTech. Ich auch. Ich hab bisher noch gar nichts. Dann mach mal. Mittlerweile kriegst du ja an jeder Ecke eine Impfung. Ja, bei euch vielleicht. Aus welcher Ecke kamst du nochmal? Bayern. Dieses ausländische Ding dort, das ist... Weit weg von jeglicher Großstadt oder größeren Stadt. Modi wohnt im Ausland, in Bayern. Du solltest das über einen Hausarzt machen lassen können. Soll ich mal nachfragen. Also ich habe mich auch beim Hausarzt. Ich habe meine zweite Impfung jetzt einfach ganz normal über einen Hausarzt gemacht. Ich habe meine erste Impfung jetzt über einen Hausarzt. Na dann. Das sollte eigentlich normal möglich sein, weil mittlerweile ist die Impfstoffknappheit hier in Deutschland rum. Also das ist schon mal mittlerweile recht entspannt. Mhm. Übrigens, so massive Impfgegner auf der Arbeit, das glaubt ihr nicht. Und zwar alle. Na, da sollst du dich ja impfen lassen und Zeichen dagegen setzen. Würde mich nicht wundern, wenn die mich einfach rausschmeißen dann. Dürfen die nicht. Können die nicht. Gibt ein Gesetz dagegen. Impfung ist kein Grund für eine Kündigung. Geht nicht. Dein Chef kann dich nicht deswegen rausschmeißen lassen. Da ist er machtlos. Dann kann ich zwar voll labern und dich voll beschimpfen und dir sagen, du sagst, hast dich impfen lassen, das finde ich scheiße, aber rausschmeißen kann man dich nicht. Moin, ich glaube, du bist wieder gemutet. Nö, ich sag einfach nur nichts. Ah, okay. Ich bin gerade beim Lager sortieren. Bei mir in der Abteilung sind sie immerhin alle halbwegs vernünftig. Nur der eine ist halt etwas ein Idiot, aber der meinte halt, ja, genesen reicht doch fürs Erste. Hm. Ja, fürs Erste mag vielleicht stimmen, aber fürs Erste reicht halt nicht. Es hilft ihnen halt einen Scheiß vor der Infektion. Ich höre nicht Eisen irgendwo. Ich hab gar keine Eisenkiste. Ja, doch, da oben. 58 Eisenbarren, jawohl. Ein Prof schwebt einfach in der Luft herum. Also das Übliche. So. Was? Ich krieg nur 16 Eisengitter? Oh. Verdammt. Okay, ich hab vielleicht ein, zwei Eisengitter zu viel gemacht. Ich hab mich verklickt. Ich hab jetzt, glaube ich, zwei... Wie viele Stacks habe ich voll? Ja, dann hebt's auf. Ihr habt zwei Stacks und 16 Eisengitter. Also, falls jemand von euch Eisengitter braucht, ich hab. Ja, kann ich bestimmt noch irgendwann gebrauchen. Nein. Mal schauen, vielleicht brauchst du gleich noch. Halze. Kann man die wieder in Eisennuggets umwandeln? Nein. Warte, ich baue hier eine Kirche. Vielleicht brauchst du gleich für den Turm. Dann sperre ich da einfach einen Zombie ein. Oder warte, behalte sie. So. Behalte sie noch, vielleicht brauche ich sie gleich. Ich baue mir einen Käfig. Wenn ich schlecht nur... Hunger, aber keinen Appetit. Schalala. Wieso so ist das? So muss das sein. Ja, Impfwirkung halt.
Okay, innen muss ich dann eine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin halt immer noch etwas lätschig dank der Impfung. Innen muss ich dann anscheinend einen Zaun ziehen. Okay. Aber ich bin nicht tot. Glaube ich. Noch nicht. Ja gut, sind ja noch ein paar Tage im September. Auch im September 2090 bist du bestimmt tot. Stimmt, die haben nicht gesagt, in welchem September. Das hab ich vorhin schon gesagt, ja. Im Zweifel könnten sie sagen, ich hab nächsten September gemeint. Bentley, musst ja auch gerade sein Haus verkaufen. Das war aber glaube ich schon länger geplant, um irgendwie... Hast du es mitbekommen mit seinen Handtüchern? Das Gesicht in den Handtüchern? Ja! Jedes fucking Handtuch in diesem Haus hat das Gesicht vom Wendler draufgestickt. Die nächsten Besitzer werden sich freuen. Ja. Die haben da irgendwo einen hässlichen Typen. Ich glaube, der ist Schlagersänger gewesen. Das würde ich das Haus nehmen. Ich würde es einfach aus Prinzip behalten. Das mit die Handtücher. Ich fände das so witzig. Ich würde mir einfach die Handtücher kaufen. Auf eBay. Andererseits musst du halt bedenken, an den Handtüchern war halt mindestens einmal sein Sack. Na und die Handtücher sind wahrscheinlich infiziert mit Corona, das ist... So funktioniert Corona nicht. Und der hat sich... Der Wendler ist bestimmt nicht schon. Geimpft. Du hast eine sehr verquere Treppe hier drin. Wieso? Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Hoi. Was? Sie geht an der Wand lang und sie ist halbwegs rund. Rund ist ein relativer Begriff. Sie ist pixelrund. Definitiv. In Paint will sie das Kreis durchgehen. Wow. Was machst du da gerade? Dinge. Ich überlege gerade, soll ich zwei Gitter aufeinander setzen oder reicht eins? Was sieht sieben. Besser aus? 5. Hast du noch genug für 7? Ich hab genug für 7, aber trotzdem. Ah, scheiße, ich muss noch hier eine Schicht Holz drauf machen, oder? Ja, sieht nach Holz aus oben. Nehmen wir Eiche. Haben wir noch Schwarzeiche irgendwo? Bestimmt. War Quatsch. Ist das bei mir hier in der Kirche? Oder bei meiner Kirche, das ist glaube ich, die. Das könnte eine Eiche, Schwarzeiche sein. Guck mal nach. Gab es nicht irgendwie einen dunklen Stein? Obsidian. Abgesehen von Obsidian. In der neuesten Version bestimmt Schwarzstein. Gibt's glaube ich wirklich, aber... Die neueste Version haben wir ja nicht drauf. Ja, so ist das wohl. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Dann soll es halt Schwarzeiche sein. Ich hätte auf jeden Fall gerne eine dunkle Schicht oben. Dann mache ich auch Schwarzeiche das Dach, dann passt das wieder farblich. Guck also mal, ich glaube mein Dach ist aus, mein Kirchdach ist aus Schwarzeiche. Kannst du mal gucken, ob das bei mir, ob der Baum daneben jetzt Schwarzeiche ist. Ich weiß es nicht, müsstest du mal rüberkommen und nachgucken. Ich bin schon auf dem Weg zur Kirche. Verdammt. Der Weg hier hoch ist anstrengend. Den Satz hast du auch seit vielen Jahren nicht mehr gesagt, Morty. jetzt auf dem Weg zur Kirche. den Satz hast du auch lange nicht mehr gesagt. Oh, heute erst. Vorhin, als du zum Turm gegangen bist. Nein, da habe ich gesagt, zu deiner Kirche. Außerdem, ich mag Kirchen, die sehen meistens sehr schön aus. Ja, bis auf die ich baue. Nein, die hat auch was. Die hat sehr... Sie sieht russisch aus. Sehr betonlastig. Ja. Das sieht aus wie normale Eiche von mir aus und es ist... Was solche?
Nice. Na dann. Dann baue ich mal ab und ich hoffe, dass wir 4 Setzlinge rauskriegen, damit wir noch eine Schwarzeiche hier hinpflanzen können. Das wäre gut. Werden wir nicht, aber. Oder? 4 Setzlinge, ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Dafür kenne ich mich zu wenig mit Minecraft aus. Modi, wo bist du? Ich baue den Baum neben der Kirche ab. Ich komme runter zu dir. Nice. Hab's gesehen. Du bist in meinem Sichtfeld gestorben. Das war beabsichtigt. Ob sich viele Leute von der Kirche gestürzt haben? Bestimmt. Im Mittelalter bestimmt, weil hat man ja nichts anderes Besseres gehabt dafür. Ja gut, im Mittelalter gab es auch angeblich einen Priester, der von sich aus geschwebt ist. Und dem wohl gesagt wurde, er soll bitte damit aufhören, das verängstigt die Leute. Hä? Ja, dafür gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Weiß ich nichts von. Ich hab's zufällig durch YouTube-Kommentare erfahren. Na, erzähl mal. Das hab ich gerade. Es gab einen Priester, der konnte anscheinend von sich aus wegen seinem, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder wegen so Meditationsschwachsinn. Aufgrund seines starken Glaubens. Aufgrund seines starken Glaubens konnte er wohl schweben oder so und er sollte bei etwa 20 Metern bitte aufhören, was die Leute verängstigt. Mhm. Wie das so ist im Leben. Ist wie dieses Gerücht von den, ja, was ist wie der lateinische, ich weiß nicht, wie der lateinische Begriff dafür ist. Hier, da gibt es diese, ich glaube, Stigmata heißen die, diese. Das sind Wunden, die du an Händen und an Beinen kriegst. Jesuswunden, ja. Die Jesuswunden, die du aufgrund deines starken Glaubens, also wenn du übermäßig stark an Gott glaubst, kriegst du diese Wunden. Und dir deine Hände und Füße. Das soll Leuten schon passiert sein, dass die da solche. Durch ihr starkes Mitgefühl. Die haben so daran geglaubt, dass sie rostige Nägel gefasst haben, ja, oder sowas. Durch ihr starkes Mitgefühl. Eine Kreuzigung von Jesus. Die dann. Natürlich. Das ist ganz sicher nicht so passiert, dass die sich selbst verletzt haben, damit ihnen geglaubt wird oder so. Nein. Ist auch gar nicht so üblich bei Sekten oder sowas. Das ist durch den puren Glauben passiert. Das ist ein Wunder. Es ist tatsächlich relativ üblich bei Sekten, dass sowas gemacht wird. Einfach für Glaubwürdigkeit. Ja. Ich habe in meinem Leben sehr viel von dem Sekten-Kulte-Podcast gehört. Sehr viel. Ich habe den Illuminati-Film und den Da Vinci-Code-Film geguckt. Du bist doch, wie hieß die Sekte dort, die hier, der... Die Illuminaten. Ne, hier Opus Dei war das dort. Berühmteste christliche Sekte. Sind das nicht die Zeugen Jehovas? Nee. Ich kenne mich mit christlichen Sekten nicht aus. Opus Dei, das ist der Lust. Darum geht's doch hier im Illuminati-Film, dass der. Nicht den im Illuminati, sondern dem. Der Vorgänger, der Da Vinci Code. Illuminati ist dann der zweite Teil. Ich hab die Filme seit, glaube ich, 10 Jahren nicht mehr gesehen oder so. Wann kamen die raus? Sekunde. Wann kam der erste davon raus? Aber Opus Dei gibt's wirklich. Das ist nicht in der Film fürs. Selbst wenn es die vorher nicht gab, spätestens seit dem Film gibt es die. Nee, gab es schon früher. Das Opus Dei, in Klammern Werk Gottes, seit 1982 offiziell Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei, lateinisch und so weiter, ist eine römisch-katholische Einrichtung oder Sekte, die am 2. Oktober 1928 von spanischen Priestern sowieso gegründet wurde. Ach, der Priester sowieso, den kenne ich auch. Ja, ich wollte den spanischen Namen jetzt nicht vorlesen. Jose Maria Escriva de Balaguer y Albas. Ah, der also. Das Leben der Männer 1919 im selben Jahr Abteilung. Gut, das funktioniert. Schön. Geschichte. In den 1920er Jahren ist ein. Übrigens, ich möchte anmerken, wir haben es schon wieder geschafft, bei Gott zu landen. Irgendwie.
So ist das Leben. Ich baue gerade eine Kirche. Ich baue einen Leuchtturm. Ist langweilig, also baue ich den Himmel. Warum auch nicht? Wundert's dich, dass man bei Gott dann thematisch wie eine Kirche baue? Keine Ahnung. Meine gesamte Verbindung zu Gott und der Kirche ist die Tatsache, dass ich weiß, wie ein Exorzismus durchgeführt wird. Punkt. Ach, immerhin. Ich meine, ich könnte es jetzt auf der Stelle machen, theoretisch. Ich hätte sogar alles da. Und ich kenne den Spruch für hier, was war das hier für die Absolution? Das ist gar nicht so lang. Ja, der ist kurz. Den kenne ich auch. Ego et absolum. Und schon bist du absolviert. Absolviert, ja genau so heißt das. Jetzt bist du abserviert, genau. Abserviert. Ne, Egoti hieß es. Egoti absolum. Absolum. Ja. Irgendwie so. Dir seien alle Sünden vergeben. Verdammt. Nicht schon wieder. Ja, okay, und jetzt kann ich hier weitere Gitter bauen. Modi baut Gitter. Ich baue sehr viele Gitter. Leuchtturm wird langsam, oder? Aha. Na denn. Ich meine, ich habe Gitter. Sehr viele Gitter. Will jemand Gitter? Nee, danke. Ja, könnte ich vielleicht gleich wieder bauen. Wären vielleicht was für die Kirchenfenster. Ja, für den Turm hier oben. Für ein Turmfenster. Denke ich, könnte das was sein. Ja, zum Beispiel so ein kleines vergittertes Fenster. Ja, deswegen. Schieb mal rüber. Also ein Stack hätte ich gleich noch. Moment, ich muss die zweite Schicht eben abschließen. Afro-Zirkus. War das nicht ursprünglich ein Lied? Das war ja. Ein Song für den Krieg? Nee, das war hier von das Pinguin aus Madagaskar. Ja, schon klar, aber ich meinte das Lied an sich. War das nicht ursprünglich? Ich hab keine Ahnung. Für Krieg? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, da mal ein Meme gesehen zu haben. Ich hab keine Ahnung. Da fragst du den Falschen. Ich kenne mich mit Krieg nicht aus. Musst du mal einen veranstalten, dann kennst du dich dann endlich mal mit aus. Ja, sollte jeder mal gemacht haben, finde ich. Einmal Krieg pro Leben sollte schon sein. Nee, muss ja kein Weltkrieg sein. Also ein kleiner, so ein Nachbarschaftskrieg vielleicht. Ja. Schön den Nachbarn verklagen, weil seine Hecke einen Millimeter über den Zaun hinwegragt. So, die Kirche ist jetzt so hoch, wenn du dich mit vollen Herzen oben vom Turm stürzt, bist du instant tot. Ah, das Wunder der Religion. Ah, ja. Bist du mal drin, bist du eigentlich schon tot. So muss das. Ja, wofür würde man sie denn sonst brauchen? So. Aber Suizid ist eine Sünde, Modi. Ja, dann los geht's. Dann musst du danach sofort beichten gehen. Ja. Einfach so als Toter, wie in so ein Windzug durch die Kirche. Und dann einfach so, Entschuldigung, ich hab mich umgebracht. Ich brauch nur einen Stein. Das Konzept Beichte ist auch ein interessantes Konzept. Es ist ein super dämliches Konzept. Das ist ganz gut. Haben die Katholiken damals erfunden, das ist, weil sie gemerkt haben, das ist, das mit den Sünden, das können wir dann doch nicht ganz lassen. Also erfinden wir einfach ein Konzept, was uns ermöglicht, Sünden zu machen. Und aber dabei Geld zu verdienen.
Das auch, aber das ist so, und dann die sofort zur Beichte zu gehen, das wieder vergessen zu machen. Dürfen Priester nicht sich selbst beichten? Nö, aber die können zum anderen Priester gehen. Nee, aber ernsthaft, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo eine Regel gibt, dass man sich auch selbst beichten darf. Nicht so recht weiß. Was? Gut, wenn du das Priester mal wieder illegal Steuern verschwendet aber hast. Du kannst dir als Priester deine Sünden selbst, du kannst dir die Absolution erteilen. Das ist. Natürlich. Ich sag doch, Ego te absolum. Wohl eher absurdum. Das auch. Ja. Deine Sünden seien getilgt. So, ich nehme jetzt eins von den Lamas. Und Moment. Das ist angeblich, sollst du es dann auch noch bereuen, was du getan hast, aber naja. Nur halb so lustig, wenn man es bereut. Übrigens, mein Galgen funktioniert wieder. Oh, den Galgen brauchen wir auch noch hier. Ich hab einen. Und der ist besonders böse, weil du stirbst langsam über Zeit und wirst nass. So funktioniert das doch bei Galgen. Ja, du lässt dich halt ein. Ein normaler Galgen stirbst du sofort. Wenn du Glück hast, wenn dein Genick bricht. Wenn nicht, dann... Dafür ist der Galgen eigentlich da. Darum wird der Knoten auch direkt im Genick gesetzt, damit sofort bricht. Wenn du Pech hast, brichst du dir nicht den Genick und erstickst. Dann bist du dann... Es dauert eine Weile. Dann zappelst du erstmal schön rum und dann... Ja. Dann zappelst du erstmal den Fisch. Du hast gesagt, ich kann jetzt jederzeit alles, woran ich eine Leine anbringen kann, umbringen. Ich habe zwei Leinen hier. Ja, außer Hühner. Ist der BDSM also ausgestattet? Ja, ich bring grad die Lamas von dem Händler um. Der bei mir aus irgendeinem Grund gespawnt ist. Ja. Ja, ich mach grad einen desorientierenden Raum. Nice. Ich finde, wir sollten auch noch einen Galgen und unbedingt auch noch einen Scheiterhaufen in der Kirche aufbauen. Ich kann meinen kurz hoch verlegen. Das ist eine sehr simple Konstruktion. Ja. Und Scheiterhaufen brauchen wir noch. Ach du, ich hab Lagerfeuer hier ohne Ende. Zu der Kirche gehört. Zu der Kirche. Ich hab jetzt meine Orientierung verloren. Wo ist der Desorientierungsraum? Warte, Zu jeder guten Kirche gehört ein Scheiterhaufen. Und auf geht's. Oh. Ja gut, ich habe einen Shader, funktioniert das nicht. Ich weiß, hier ist eine Ecke. Es ist weiß. Hier ist eine Ecke. Was hast du gemacht, Prof? Glowstone umtexturiert, oder? Glowstone ja. Und eine Karte drauf. Für mich ist es eine mittelmäßig gelblich-weiße Box. Gerade noch in der Kirche gewesen, jetzt im Himmel. Moment, ich mach mal eben meinen Shader aus. So. Kannst du mal wieder rückgängig machen? Ich will noch eine Kirche weiterbauen. Ich glaube, ganz mit Slashback wieder zurück. So. Oh! Orange, hey!